Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu diesem eher cooler Fan von der Marke Tiptop Home. Wir schauen uns das Ganze heute einfach mal an, was uns hier genau erwartet und checken erstmal ab, was eben hier so in der Box so vor sich geht. So, wir sehen hier schon direkt beim Aufmachen, werden hier von etwas größerem, ja, begrüßt. Wir legen hier erstmal alles zur Seite. Wir haben hier auch noch Tanks, die wahrscheinlich befüllt werden müssen und eine kleine Anleitung inklusive Ladekabel. So, das ist das Gerät. Wir packen das jetzt hier an der Stelle einfach mal aus. So sieht das Ganze dann aus. Und das Ganze soll eben dafür sorgen, dass man dann doch im Alltag etwas, ja, frische Luft kriegen kann soll. Und ich denke, wir schmeißen das Ganze einfach einmal an und schauen, was es tatsächlich so drauf hat. So, also hier oben, wir schauen uns das einmal kurz an, haben wir hier einmal unsere Knöpfe. Wir haben hier einmal für die Beleuchtung etwas, für die, die da Bock drauf haben. Dann haben wir die Einschalttaste und dann gibt es noch natürlich für die unterschiedlichen Modi. Das oben hier wird mit Wasser befüllt und geleert, das ist relativ klar. Und hier vorne kommen eben entsprechend die Tanks rein. Ich habe hier jetzt schon mal welche platziert. Und die werden dann hier so eingesetzt und angeschlossen, dass sie nach oben hin, ja, im Prinzip greifen. Das Ganze wird mit Wasser befüllt und dann eben im Kühler, ja, eingefroren, damit das dann genutzt wird. Und das hier ist magnetisch und kann so ganz einfach dann eben, ja, wieder angesetzt werden, dass nichts mit Nerven hin und her schrauben. So, wir können das Ganze hier einmal einschalten. Und dann fällt uns hier schon direkt auf, das Ganze hat eben hier diese kleine Beleuchtung oben drin, die dann auch das Wasser, wenn wir das hier einfüllen, beleuchtet und mit unterstützt. Und da können wir dann auch unterschiedliche Einstellungen vornehmen, wie es dann eben aussehen soll. Jetzt haben wir hier so einen Wanderungseffekt und wir können auch die Helligkeit und insgesamt das Ganze ein bisschen anpassen. So. Wenn man das Ganze eingeschaltet hat, merkt man hier schon direkt, hier kommt ein ordentlicher Zug raus. Das Ganze pustet also auch jetzt schon, ist leicht kühl, ist eigentlich ganz angenehm. Aber ist natürlich noch nicht da, wo wir hinwollen. Und wir können das Ganze entweder hier oben jetzt heim halt mit Wasser befüllen. So, das können wir hier ja mal machen. So, und dann merkt man natürlich relativ schnell, okay, da tut sich auch schon was. Das ist kaltes Wasser, das ist so der schnellste Weg. Wir befüllen es einfach selber. Ich habe hier vorher ein paar Eiswürfel mit drin platziert. Die können wir auch mit da reinkippen. Na, so. Oder dann haben wir eben halt auch noch die Möglichkeit, dass hier unten von dem restlichen das Ganze aufgekühlt wird. So, was hier auffällt auf jeden Fall direkt ist natürlich auch, dass hier schon jetzt so ein kleiner Rauch rauskommt. Ich glaube, das kriegt die Kamera nicht hin, das einzufangen. Ich werde mal versuchen, ein bisschen dichter ranzugehen. Vielleicht kann man es doch irgendwie hinkriegen. Aber das scheint, dass das nicht möglich ist für die Kamera. Wir können hier mal ein bisschen das Licht ausschalten. Ein bisschen das dunkler machen alles hier. Dann können wir auch einmal die Beleuchtung hier oben nämlich sehen. Das sieht nämlich, finde ich, immer ganz nett aus. Ist so ein kleines Gimmick on top. Hier von der Seite, aber von oben. Und ja, schade, dass die Kamera es nicht hinbekommt, das hier zu sehen. Aber hier kommt so ein ganz leichter, feiner, kalter Rauch raus. Und der wird halt auch extremer, desto kühler das Ganze ist. Das ist natürlich jetzt an der Stelle erstmal noch nicht so viel, weil wir eben das Ganze nur mit kühlem Wasser belegt haben. Aber ansonsten ganz einfach möglich. Das Schöne ist auch, das Ganze kann man mobil mitnehmen und irgendwo anders hinpacken, wenn man es denn möchte. Und dann kann man das am Ende auch einfach wieder leeren. Wir können das Ganze aufladen per USB-C. Ist auch schön. Also wir sind nicht darauf angewiesen, immer eine Stromquelle zu haben. Man kann das im Vorfeld aufladen, wenn wir wissen, wo das Ganze genutzt werden soll. Und ja, ist meiner Meinung nach ein ganz solides Ding. Setzt halt voraus, dass man irgendwie entweder Kühlpacks, kaltes Wasser, Eiswürfel, sonst was zur Verfügung hat. Aber wenn man das da hat, kann man damit auf jeden Fall einiges an kühler Luft aus diesem kleinen Gerät rauslocken.